Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Zurück bei uns hier auf dem Kanal. Wir haben ein neues Spiel für euch zum Ausprobieren. Und zwar, es ist Understanding the Game. Ein vielsagender Titel und es ist eine Demo, die gerade für Umme im Steam erhältlich ist. Und ich würde mal sagen, wir schnacken nicht lange und legen los. Und ich lege natürlich nicht alleine los, denn bei mir ist Benny the Brave. Hallo! Weil alleine gebe ich mir den Shit auf jeden Fall nicht. Warum denn nicht? Warum denn nicht? So. Okay. New Game. Okay. Also, das Intro besticht auf jeden Fall durch seine brillante Grafik. Ja. New Objects. Check Journal. Tab for Journal. Investigate the place. Okay, alles klar. Was? Oh, wir haben eine Lebensanzeige. Lebensanzeige ist schon mal... Ach du Scheiße, Alter. Das wird tricky. Aber die Grafik sieht auf jeden Fall, die sieht richtig Porno aus. Also, da muss man mal sagen... Oh, wir haben eine Taschenlampe, ein Flashlight. Das ist schon mal gut und wichtig und richtig. Und ja, krasser Urinfilter hier überall. Voll der Pipi-Filter. Heftig. Mit Klopapier. Wunderbar. Oh, there's blood on the floor. Okay. In welcher Hütte sind wir denn gelandet? Was? Was war das? Was ist das? Ich sehe überhaupt nicht. Was ist der Ventilator? Das war eine Kamera oder sowas. Echt? Wie so eine Art Überwachungskamera, würde ich jetzt sagen. Die dich quasi direkt von geradezu, weil geradezu ist, glaube ich. Ist das ein Ventilator, was da so. Oh. Ja. Du kannst Türen öffnen. Oh nein. Ja, klar. Hallo. Herzlich willkommen bei unserer Krankenstation. Eine Batterie? Oh nein, nein! Was ist los? Was? Bitte? Warum? Was? Ich verstehe gerade nicht. Was? Sorry, kraft das Spiel gerade hier nicht. So, Was? Okay, was? Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Wir sind doch vorher abgebogen, oder? Ich würde jetzt nochmal kurz den Weg zurückgehen wollen. Gehen wir nochmal kurz zurück Richtung. Genau. Und wir sind doch vor ihm hier. Ja, hier vorne sind wir rein. Hier genau. Rein. Wie sind wir denn jetzt auf die andere Seite gekommen? Wir haben auf die Fernbedienung gedrückt. Und dann. Gab's fiese Flashbacks. Also, es wirkt auf jeden Fall schon mal sehr beklemmt, das Game. She's coming. I can feel how the darkness is invading this area. Nein, Alter! Die Batterien sind tot! Ja, okay, dann sollten wir vielleicht die Lampe oder die Taschenlampe wirklich nur dann nutzen, wenn wir sie aber auch wirklich benötigen. Oh, das ist ja scheiße. Das ist ja bitter. Alter. So. Musst du das einfach runterziehen? Hast du gesehen, wie viel? Geh nochmal kurz ins Inventar. Geh nochmal kurz nochmal in dein Inventory. Deine Batterie war leer.
Jetzt guck mal unten links, über deiner Lebensanzeige hast du den Batterieschachtus. Ja. Er hat gerade mal ein Viertel davon aufgeladen. Ist doch scheiße. Okay, Türanimation. Resident Evil lässt grüßen ein bisschen. Was? Ja. Was? Was war das denn jetzt? Do you like it? Do you Nein. Like it? Do you like it? Ja, nee, das kann ich verneinen. I'm waiting for you in the deepest place of my desires. Okay. Als ob. Er ist übrigens wie bei Resident Evil, ne? Ist der Händler. Are you sure? What do you want to put in? Ah, okay. Ja, du musst wieder. Durch puren Zufall. Hast du jetzt irgendwas bekommen? Weil es hat sich gerade angehört, als ob du irgendwie einen Schlüssel einsammeln könntest. Das dürfte wahrscheinlich er hier, ne? Ja. Skeleton Key, okay. Also, was ist denn jetzt der Alter, Ursprung der Story? Guck dir mal die Taschenlampe an, Alter. Das ist ja. Scheiße. Fuck. Alter. Also auf jeden Fall Batterie finden. Das erinnert mich sehr an Outlast. Batterien finden. Ja. Ja, tatsächlich kommt es mir auch so ein bisschen Outlastig gerade vor. Mach doch mal hier. Bald zu. Bald. Kann man da mal bitte mit WD-40 rangehen? Ja. So. Dann gehe ich mal von aus. Nee, die wart nicht. Ach du Scheiße. Wo sind wir? Also, wir haben jetzt ein Krankenzimmer gehabt. Jetzt haben wir hier ein Leichenzimmer. Also, ne, so. So, und wenn wir das jetzt anfassen, kriegen wir wieder ein Flashback und wir sind irgendwo. Mal gucken. Nee, das war eine Batterie. Okay. Sind an den Wänden. Guck dir das mal an, da sind Bilder von Kindern. Sind wir to leave her alone? You feel guilty? Naja, ich möchte alleine gehen und fühle mich nicht schuldig. Oh Gott. Nein. Ja, tatsächlich möchte ich aber auch nicht so rumasen jetzt hier mit den. Warum steht die da? Oh! A bitch. Who are you? Oh, ihr habt mich jetzt aber auch ganz schön gekriegt. Die Polizei ist noch mit ihren Investigations beschäftigt. Oh. Was war denn das jetzt? Will you help me? Wer redet? Please help me. What's going on? Was? Wo kommt die denn? Ich wurde gehörtet. Ich wurde gehörtet, Benny. Du hast 15 HP verloren. Ja, genau. Warum können wir jetzt auf einmal durchrennen? Ach du Scheiße. Und deine Taschenlampe funktioniert nicht mehr so wirklich gut? Nicht so wirklich. Battery is dead. Das ist ja geil. Gott. Ja, toll. Wundervoll. Ganz schau. Ganz schau. Wollen wir eine Runde Dart spielen? Klar. It's too late. Ja, jetzt ist zu spät. Boah, wenn du so einen Zettel auf Klo findest, weißt du Bescheid. Es war zu spät. Oh, was ist das? Radio. Ein Radio, was funktioniert. Okay. Okay. Ja. Wann wird das? Ich hoffe nicht. Oh, es ist immer noch da. Oh. Ja. Ja, ist mir jetzt unangenehm. Do you like it? Nee, immer noch. Weiß ich jetzt nicht, was. Ne?
Komm ich einfach später nochmal wieder. Kein Problem. Mach mal in Ruhe fertig hier. Wie kommen denn. Ja! Sind wir noch da? Sind wir noch da? Okay. Ja, das ganz große Problem finde ich jetzt hier einfach nur. Ja, du siehst halt nichts. Es ist halt einfach dunkel wie mir ein Arsch hier. Dunkel, also ich weiß, du hattest vorhin hattest du noch was, wenn du hier zurück zur Liege läufst, da hattest du auch noch mal kurz so einen Kreisel in die Dunkelheit. Aber ich gehe von aus, das war wahrscheinlich nur die Tür öffnen. Ja, da vorne geht jemand spazieren. Ja, gehen wir noch mal gucken. Ja. Du, klar. Schauen wir noch mal. Schauen wir doch mal, wer da rumläuft, außer uns. Oh, it's open. Oh, sie steht jetzt auch wieder auf, oder was? Okay. Ach, Heimini. Er ist weg. Also ist schon. Gott, Alter. Ja. Das ist schon. Looks like a patient description. Text is unreadable. So, aber irgendwas auch schön hier, auch mit Fackeln, ne? Irgendwie ist ja. Jawoll. Batterie. Der hält doch eh nur 2 Minuten. Ja, noch nicht mal. Und du touchst das. Fass das an. Fass das an. Hast du dir aber übrigens an der Tür gesehen, dass es da so Kreuze gibt? Krieg ich so hier? Flashbacks. Die? Ja, ja. Genau. Oh, ich warte mal. Und die Tür geht nicht auf. Oh, schade. So, diejenigen, die jetzt sich mit einem Fragezeichen über den Kopf einfach fragen, was wir hier gerade für einen Shit machen. Der Link dafür ploppt jetzt gleich oben auf. Und ich hoffe, das Projekt ist noch vor dem draußen. Oh, man muss klopfen. Hast du das jetzt oder hat er zurückgeklopft? Ich drücke die rechte Maustaste. Ach, du meinst, das ist der Key? Ja, ne, ich dachte mir, das würde doch passen. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich müssen wir hier erstmal mit der Taschenlampe noch ein bisschen weiter rumfummeln. Müssen noch auf die Suche gehen. Aber wonach? Dieser Häschenpuppe. Oh, okay. Haben wir gefunden. Wunderbar. Ein paar Müllsäcke. Ist immer was verändert. Ach Gott. So, haben wir hier gefunden? Ja, the darkness can give you answers. Man sollte die Lampen löschen, also halt die Feuer löschen. Irgendwie. Aha, ja. Okay. Dann machen wir das doch mal in Ruhe so. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich hab einen Kreis gesehen, irgendwie bin ich rangekommen. Aber an die komme ich zum Beispiel nicht ran. Kannst du hüpfen? Ja! Benny, du bist sensationell. Ja, ich hab nur eine blöde Frage gestellt. Ja, warum kriegen wir noch einen Schaden? Das weiß ich nicht. Weil wir nur im Dunkeln sind, gerade. Wir standen vorhin auch komplett im Dunkeln und haben Damage bekommen. Damage. Und wo sind wir jetzt? Wir sind. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Nee, ich glaube immer, dass diese Einblendung oder solche Einblendungen immer irgendwie nicht wir sind. Let's get out of this freaking place. Okay. Oh. Oh, okay. Und ihr arbeitet hier. Das ist ja geil. Das erinnert mich an. Plop! Den Notary Assistant! Das stimmt. There's no hope. They will kill my Sharon. I can't do anything. Sharon! Ach du Scheiße, Alter. Sadditte, ey. War nicht unter dem Typen gerade noch eine Knochensäge? Kannst du die zufällig mitnehmen? Warte mal. Oh, was?
Was ist das denn? Unreadable steht da. Okay. Nicht. Oh. A keycard. New object. Check your journal. Dann check mal dein Journal. Find a way to open this door. Kannst du den Lichtschalter da an der Seite an- und ausmachen? Da rechts an dem, genau, der Waschbecken? Nee, ganz nicht. Der sieht auch recht defekt aus. Okay. Okay. Hast du die Tür noch nicht probiert? Nö. Okay. Hier sind wir? Ja, du hast auch eine Taschenlampe, die nicht leuchtet. Ja, stimmt, aber. Naja, das sind die besten Taschenlampen. Oh. Okay, wo ist das denn? Wo war das jetzt? Das war ein hölzerner Tisch. Da vorne. Wo war das jetzt? It is closed and will not open. Ja, schön. So, also ich kann jetzt schon mal sagen, irgendwie, also das Spiel sieht super geil aus und ist wirklich creepy. Aber what the fuck, was hast du dir hier mit dem scheiß Taschenlampenmanagement gedacht, Kumpel? Irgendwie, das ist eigentlich, das ist nicht cool. Kann doch nicht sein, dass ich hier einfach mal nur um drei Ecken auszuleuchten eine Batterie wechseln muss. Die ich nicht habe. Oh, oh mein Gott. Oh, die ist neu, die. Ach du Scheiße, Alter. Ja, also Leute, ihr seht halt schon, das ist schon ziemlich heftiger Content hier. Also wie gesagt, wenn euch das zu viel ist, empfehle ich euch, guckt euch die Innsmouth Case an. Kann ich nur empfehlen. Genau. Darf ich auch die Innsmouth Case mir nochmal angucken? Grade, er macht das gerade von alleine. Was ist denn das hier für ein... Hey, eine Batterie! Cool. Hurra, 10 Sekunden Licht. Also wir werden ja dezent geführt, ne? Mit diesen Pfeilen an den Wänden und an den Böden. Go away. Ja, das sollte uns vielleicht was sagen. Go away. Fiese, so manche Türen macht er einfach auf, ne? Und geht einfach rein. So. Ganz schau. Also ich muss jetzt leider mal eins kurz immer bloß die Räume so kurz antesten mit der Lampe. So, die Grafikkarte ist kaputt. Na toll. Was? Okay. Ja, was ist denn los hier mit... When darkness invades you, there is no hope. Feeling alone and resigning to everything is something strange. Guilt kills us beside... Doesn't it, Mirko? The rest of the text is missing. Ja, sind wir Mirko mit Y? Ich kann auch noch nie sehen, wie Mirko so geschrieben wird. Als Griechisch. Ja, es ist ja, was weiß ich, ist Tschechisch. So, kommt die Farbe wieder? Ja. Oh, the color is coming back. Okay, geht nicht. Ja, nee. Ich glaube eher, dass die Tür hinter dir, der... Ja, irgendwie ja klassisch kyrillisch, ne? Aber auch verkehrt rum, oder? So kopfstehend, oder? Bin ich überfragt. Das weiß ich nicht. Oh, jetzt bitte. Nee, er klopft immer nur an. Alter, was versteht das nicht? Was ist jetzt hier mit dem scheiß Schlüssel? Wozu habe ich den nicht gefunden? Na, wir haben ja noch ein Tor, glaube ich, hier vorne oder so. Aber da gibt's auch kein Schloss. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass du hier irgendwo noch ein Schloss hättest für Skeleton. Ich klopfe da hier hoch. Ah! Okay.
Ist unlocked. Na, endlich können wir die mal benutzen. Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Oh, überall. Corpses. Corpses on the floor. Vor allen Dingen, uns wird ja immer angezeigt, der Exit liegt quasi genau in die andere Richtung. So, das... Nein. Nein. Er hat nur ein kleines Schläfchen gemacht. Nein, ne? Bitte nicht, Alter. Sag mir nicht, der hauntet uns jetzt hier. Er hat einfach Powernap. Während der Arbeit. Mach mal Mund zu, Alter, zieht. Oh, Kiefersperre. Ey, echt jetzt? Jetzt ist die Frage, wollen wir zurückgehen, oder? Irgendwas ist nicht gut. Wenn hier irgendwas ist, hier nicht gut. Ja, ich höre es. Also ich denke, der, wir, ja. Was ist denn jetzt unsere To-Do? Guck doch mal kurz in dein Journal. Was wurde ja aktualisiert? Oh nein, wir müssen dann zurück in den Raum. Wir müssen zurück zu dem Typen. Mhm. Scheiße. Das machst du schon. Scheiße. Go away, ja. Go away. Würden wir gerne. Ja, ne? So, lass mich mal kurz rekapitulieren. Nein, da ist er. Da ist er. Da ist er. Warum soll ich jetzt hierhin zurückgehen? Oh! Arschlöcher, ey. Arschlöcher. Oh. Ja. Oh, das kann man mal richtig rauskalten, das Ding, ey. Oh. Super. Hat viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ich bin weg hier. Schön, die Hose voll pisst. Wunderbar. Das ist doch klasse. Schön. Aber nichtsdestotrotz, außer dass wir uns jetzt hier gerade voll gekackt haben, hier Faschist. Was sollen wir jetzt hier drin? Warum sollen wir jetzt... Genau. Aha. Was? Wo haben wir denn die Karte her? Wir haben noch nie wir eine Karte. Wir haben gar keine Karte gehabt. Das Ding war einfach bloß zu. Irgendwie. Es war ein elektronisches Schloss, was uns... Warum sind wir jetzt... Kraft nicht so richtig. This is just the beginning. Ja. Na, dankeschön. Nein. Was willst du uns sagen? Möchtest du Ghostfacers irgendwie? Ghostfacers. Ja. Du bist wunderhübsch. Küsschen oder was ist los? Das verstehe ich nicht, was soll. Okay. Mäuschen brennt irgendwie hinter uns. Wollen wir mal. Ja, schön. Und weiter? Achso, ja, cool. Bleiben wir einfach mal in der. Wie sollen wir jetzt denn hier wegkommen? Ja, sorry, du. Was soll das? Wir können ja nichts machen. Also kannst du durchrennen? Kannst du, ich meine, wir werden jetzt eh wahrscheinlich sterben. So, können sie springen oder was? Aber würde ja auch nichts bringen, weil alle Türen sind doch zu, oder? Oh, doch. Oh. 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 Nice. Oder wir sind gestorben. Keine Ahnung. Die Tür ist offen.
Also der Kumpel hat auch eine ganz komische Timing-Geschichte, was die Szenerie angeht. Oder halt, sag mal, der Typ. Der Programmierer-Sinn. Understanding the game. Okay, das war das Spiel. Also ich, understanding the game, ich verstehe leider nicht sehr viel. Ich hab's viel. Auch nicht understandet irgendwie, das Game. Thanks for playing this demo. Cool. Sollten wir jetzt da sterben? Full Game coming soon 2021. Ja, Mattigax Games, alles klar. Das volle Spiel kommt. Kurz gesagt, ich habe die Story dahinter nicht verstanden. Das Game an sich, ist heavy, schwer, weil halt sehr gore-lastig. Aber im Großen und Ganzen bin ich gespannt, was nach der Demo so noch auf uns zukommt, wenn es Full Game Release wird. Ja, ansonsten war vom Disclaimer ja vorher schon relativ klar, okay, das ist ab 18, man hat es auch gesehen irgendwie. Also die Gore-Effekte sind halt schon echt übel. Und ich will gar nicht wissen, was uns da im fertigen Spiel erwartet. Aber, wie Benny schon sagte, wenn es rauskommt, wir werden es spielen. Wir werden es auf den Kanal bringen. Und wenn ihr denn Bock habt, euch dem nochmal anzunehmen und zu sehen, weil ich denke, das war nicht der einzige Jumpscare in diesem Spiel nachher, irgendwie wie wir hier wie die kleinen Mädchen zusammenfiepen. Denn seid ihr herzlich eingeladen, wenn das fertige Projekt da ist, uns in diesem wunderbaren Let's Play zu begleiten. Und wie zu sagen pflege, hinterlasst Spuren, zeigt, dass ihr da wart, lasst ein bisschen Liebe da und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ciao. Tschüss.